2002 erschien das Set mit dem Namen Slytherin. Für 10 Euro konnte man das Set mit 90 Teilen und 3 Minifiguren erwerben. Es spielt im zweiten Teil Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Die 3 Minifiguren sind Draco, Krabby und Goyle. Doch wenn man die Story berücksichtigt und sich erinnert, dass Harry, Hermine und Ron den Vielsafttrank gebraut haben, um sich in den Gemeinschaftsraum von Slytherin einzuschleichen, dann eröffnet sich einem das eigentliche Geheimnis des Sets. Die Köpfe von Krabby und Goyle lassen sich drehen, sodass Harry und Ron erscheinen. Zusammen mit einem Teil des Gemeinschaftsraums von Slytherin lässt sich so das gefährliche Abenteuer nachspielen.